Habe ich eine Verletzung am Kopf, ist es sehr wahrscheinlich hochkritisch. Wenn die eben halt eine blutende Stelle ist, dann weiß ich, sollte eigentlich mit dem Kopf anfangen. Und deswegen brauchen auch Unternehmen die Hilfestellung von Lösungsmöglichkeiten zu sagen, wo fange ich am Ende des Tages auch dementsprechend an, meinen Hebel anzusetzen, sodass meine Cyber Resilience auch nach oben geht. Herzlich willkommen beim B19 Payment Podcast. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und wenn euch der Podcast gefällt, bitte abonnieren nicht vergessen. Ich, euer Host Roland Doch, möchte euch recht herzlich willkommen heißen. Heute sind meine Gäste Michael Brönner von Mastercard Österreich und Mirko Rohr, und jetzt habe ich den Namen gelernt, Risk Recon. Bitte stellt euch dann kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Hallo Roland, grüß dich, freue mich hier sein zu dürfen. Wie du gerade gesagt hast, Michael Brönner mein Name, Country Manager von Mastercard in Österreich. Ja, und ich bin der Mirko, auch bei der Mastercard und bin Technical Director EMEA. Vielleicht, dass wir kurz einmal Mastercard kennt jeder, hat jeder in der Hosentasche im Regelfall oder zumindest auch am Handy, wenn er nicht mehr ein Geldbeutel hat, weil er es ja am Handy in seinem Wallet hat. Vielleicht kannst du uns kurz einmal die Organisation vorstellen. Es gibt ja hier international und national. Vielleicht, dass du uns kurz ein bisschen so mitgibst, wie die Organisationsstrukturen sind, wie viele Mitarbeiter vielleicht auch und so weiter. Wir haben hier in Wien ein Team von circa 50 Kollegen, Kolleginnen sitzen, die insbesondere in enger Zusammenarbeit die lokalen Banken betreuen und unsere Produkte und Dienstleistungen eben hier in den österreichischen Markt tragen. Aber Mastercard ist mehr als nur Karte. Mittlerweile haben wir auch ein sehr, sehr großes Services-Geschäft aufgebaut. Global rund ein Drittel des Umsatzes erzielen wir im Services-Geschäft. Da gibt es zwei Zielgruppen. Zum einen die Zielgruppe der Bankpartner, mit denen wir auch im Kern zusammenarbeiten, bieten hier die verschiedensten Mehrwertleistungen an, Data Analytics, Beratungsleistungen, Marketing, vieles angelehnt an die Transaktionen oder rund um das Kartengeschäft. Zweite Zielgruppe, und da schlage ich noch ein bisschen den Bogen zum Mirko, sind Standalone-Service-Dienstleistungen, die wir unabhängig von den Bezahltransaktionen erbringen und eben nicht nur für Banken oder Finanzinstitute, sondern auch für eine breitere Kundengruppe, häufig Partner aus dem Handel. Und eins der Themen, wo wir uns da sehr, sehr stark positioniert haben in den letzten Jahren, ist Cybersecurity. Da haben wir eine ganze Reihe an spannenden Produkten. Und aus dem Bereich kommt eben auch der Mirko. Mirko, vielleicht stellst du dich kurz mit deinem Risk Recon Ableger von Mastercard oder wie soll man sagen, Partnerfirma von Mastercard einmal kurz vor und sagst uns auch vielleicht einmal, was ihr da macht genau. Also wir sind eine 100%ige Gesellschaft der Mastercard geworden. Die Mastercard hat uns vor knapp 5 Jahren eingekauft, war einer der ehemalig größten Kunden, die wir hatten. Was macht Risk Recon? Wir sind eine Supply Chain und Risk Management Plattform. Ist einmal ein ziemlich interessanter Begriff. Ich habe das nämlich in der Recherche durch einmal so wirken lassen. Ja, vielleicht kannst du uns kurz abholen, was bedeutet das? Naja, wenn man das mal wieder auf den Finanzsektor übertragen würde, auch ins tägliche Leben, wenn ich zur Bank gehe und gerne einen Kredit hätte, werde ich auch nach Kreditwürdigkeit geprüft, kriege von der Bank eben halt einen Stempel aufgedrückt, bist du ein A, B, C oder D-Kunde. Wenn du ein D-Kunde bist, kriegst du kein Geld. Für die Cybersecurity bedeutet das im Umkehrschluss, wir machen nichts anderes als praktisch dann dieses Screening der Unternehmen von außen und stellen eben halt fest, welches IT-Risiko tragen diese Firmen und geben dann eben halt auch ein qualifiziertes Merkmal von A bis F eben halt dann ab und sagen dann, gut, du bist eine F-Level-Company, deine Cybersecurity von außen sieht eben halt nicht ganz so toll aus. Jetzt möchte ich nochmal kurz, wir kommen dann nochmal ins Detail zu dir, Mirko, vielleicht kurz nochmal zu Michael zurückkommen. Ich durfte letztes Jahr bei einem Event der Mastercard dabei sein. Da ging es um die Herausforderungen beim Bezahlen in der Zukunft. Also ich habe das nochmal recherchiert aufgrund der Präsentationen, die ich damals, mir damals mitgenommen habe. Und da ging es auch um ein Großteil dieses Events war auch Sicherheit und Risiko. Vielleicht nimmst du uns einmal kurz mit, was der Mastercard Österreich eigentlich uns, sage ich mal, mitgeben kann, was die Informationen darüber sind. Ja, genau. Es ging in der Tat, wir haben Themen vorgestellt wie Social Engineering, wie es mittlerweile ja die verschiedensten Betrugsmuster gibt, um natürlich dann auch Kartendaten von Konsumenten zu erbeuten und damit dann Fraud zu begehen. In Summe ist das Thema Cybersecurity nicht nur was wir standalone für
Handelspartner und für weitere Unternehmen anbieten, wie der Mirko gerade schon kurz ausgeführt hat, sondern natürlich auch Teil unseres Kerngeschäfts. Seit jeher betreiben wir ein Netzwerk, über das Milliarden an Transaktionen fließen. Und unsere Aufgabe ist es natürlich, da sicherzustellen, dass das sicher passiert. Es ist dementsprechend seit jeher ein starker Fokus, etwas, in das wir sehr, sehr stark investieren. Wir haben seit 2018 global 7 Milliarden Euro in das Thema, 7 Milliarden US-Dollar in das Thema Security unseres Netzwerks investiert. Das ist mehr als 1 Milliarde pro Jahr, also wirklich ein Thema, wo wir ganz, ganz massiv dahinter sind. Ist natürlich etwas, was sich stetig weiterentwickelt, wo wir unsere Systeme immer up-to-date halten. Das fing an vor vielen Jahren rein regelbasiert, dass man sich angeschaut hat, wenn du, lieber Roland, jetzt hier kurz vor dem Podcast eine Transaktion beim Biller um die Ecke gemacht hast und eine halbe Stunde später wird eine Transaktionsanfrage, eine physische Point-of-Sale-Anfrage aus den USA gestellt, dann passt das logischerweise nicht zusammen, so schnell kannst du nicht in die USA reisen. Das war schon immer eine Regel, dass solche Transaktionen als auffällig geflaggt wurden. Das ging dann weiter mit Machine Learning, haben wir so komplexe Analysealgorithmen eingesetzt, die jetzt nicht mehr so mit so einem einfachen Beispiel zu erklären sind, die aber natürlich große Betrugsmuster in den Daten erkennen und da Auffälligkeiten flaggen. Jetzt die letzte Entwicklungswelle, generative künstliche Intelligenz, hat uns nochmal geholfen, dass wir beispielsweise im Testing unserer Regeln viel, viel leichter at scale große Mengen Anfragen generieren konnten und dann schauen, was unser Netzwerk, was unsere Regeln durchlassen würden und was nicht und da nochmal deutlich besser geworden sind. Vielleicht ein konkretes, ein bisschen zahlenbasiertes Beispiel zu geben. Wir haben jetzt jüngst ein neues Release von Mastercard Decision Intelligence herausgebracht. Das ist ein Tool, das wir unseren Issuing-Partnern bereitstellen, um Transaktionen zu flaggen, die nach unserer Überzeugung auffällig sind. Mhm. Und das ist eben jetzt durch die letzten Upgrades mit Gen AI im Hintergrund nochmal deutlich besser geworden. Wir haben es geschafft, die False Positives, also die vermeintlichen gefleckten Transaktionen, die aber in Wahrheit legit sind, um über 80% zu reduzieren und haben die Actual Fraud Detection Rate nochmal um 20% steigern können. Also wirklich eine substanzielle Verbesserung. Allerdings das auch wichtig zu betonen, von einer äußerst geringen Basis. Wir reden hier aus Gesamttransaktionsvolumen gesprochen von einigen Basispunkten, die auffällig sind als Fraud, also Basispunkt, Hundertstel, Prozentpunkt, das ist schon sehr, sehr wenig, da sind wir schon extrem gut und nichtsdestotrotz arbeiten wir kontinuierlich daran, da mit der Zeit zu gehen, alle verfügbaren technologischen Innovationen in unsere Produktentwicklung einzubinden, um da stetig besser zu werden. Aber es ist leider kein Thema, wo wir als Netzwerk alleine eine hundertprozentige Sicherheit sicherstellen können, sondern jeder Spieler im Netzwerk ist Opfer von Attacken und muss sich da entsprechend darauf vorbereiten. Das machen wir, wie ich gerade gesagt habe, das machen unsere Bankpartner. Häufig ist aber ein schwaches Glied in der Kette der Konsument, der unachtsam ist. Und da treten dann solche modernen Bedrohungsszenarien wie beispielsweise Social Engineering ein, dass durch AI teilweise auch sehr, sehr plausible Stories generiert werden, die mit Stimme unterlegt, dann die Stimme einer vielleicht bekannten Person nachahmen, die basierend auf irgendwo abgegriffenen Informationen einen sozialen Kontext aufbauen, der sehr, sehr überzeugend klingt, um dann eben einen Konsumenten dazu zu bringen, irgendwie eine Transaktion freizugeben oder seine Kartendaten zu sharen. Und ja, mit aller Analytik im Hintergrund, das sind Sachen, die lassen sich auch netzwerkseitig nicht 100% ausschließen. Da ist es wichtig, den Konsumenten auch aufzuklären, mitzunehmen. Und deswegen ist das etwas, was ja uns ein Thema ist, ein wichtiges Anliegen, wo wir uns drum bemühen, wo auch die Banken sehr, sehr stark versuchen, den Konsumenten mitzunehmen. Vielleicht nochmal ein konkretes Beispiel zu erwähnen. Die PSA, Payment Services Austria, hat mit vielen österreichischen Banken jetzt gerade so eine Aktion, 10 Tage gegen Phishing laufen, wo sie auch versuchen, stark Konsumenten mit Awareness-Kampagnen für verschiedene Betrugsmuster zu sensibilisieren. Weil, wie schon gesagt, am Ende des Tages braucht es alle Beteiligten, um eine maximal hohe Sicherheit im Netzwerk sicherzustellen. Grundsätzlich sind Kartentransaktionen extrem sicher, aber es geht immer noch besser und es ist immer halt auch dieses bekannte Rat Race von Attackern und denjenigen, die das Netzwerk sichern. Und da muss man immer dabei sein, immer dabei bleiben. Absolut. Also
Ich muss auch dazu sagen, ich glaube, alles, was du jetzt gesagt hast, ist natürlich auch schon, man merkt es ja schon auch an den Themen, die du jetzt angeschnitten hast, schon sehr, sehr komplexe Themen. Ja. Aber ihr versucht es auch wirklich sehr, sehr einfach auch darzustellen, unterstützt aber auch die Partner dabei im Finanzdienstleisterbereich, dass diese auch diese Themen umsetzen können. Jetzt würde ich gerne zu Mirko ein bisschen switchen in dem Zusammenhang. Beginnen jetzt einmal. Ihr habt ja, oder du bist ja eines deiner wirklichen Themen, die du vorantreibst, ist ja DORA und NIS 2. Ja, vielleicht kannst du uns einmal kurz mitnehmen, weil das, was der Michael gesagt hat, ist ja eigentlich das, was man jetzt macht, um die Dinge einfach klar und deutlich für die Konsumenten auch darzustellen. Aber was kann man im Vorfeld machen? Vielleicht kannst du uns da bei diesen zwei Standards einmal mitnehmen. Was war der Grund, warum man das für Mastercard oder mit Mastercard und dementsprechend für die Finanzdienstleister auch anbietet? Na, die Kernidee der Digital Operational Resilience Act, kurz Form eben halt DORA genannt, die geht schon ein bisschen weiter zurück. Da muss man ein bisschen weiter ausholen, nämlich zu dem schönen Unfall von den Lehman Brothers. Da ist eine Bank zusammengebrochen, hat einen internationalen Finanzschaden verursacht. Man hat noch ein paar Stresstests durchgeführt, so hieß das ja auch tatsächlich, und hat eben halt dann auf die Resilience der Banken geschaut, wie gut stehen die eigentlich da und könnte man nochmal so einen Unfall verkraften. Das hatte natürlich auch eine gewisse Security-Komponente. Das darf man nicht außer Acht lassen. Hat dann festgestellt, bei den ganzen Übungen, die man durchgeführt hat, es gibt einen unendlichen Flickenteppich in Europa von Vorschriften. Das heißt, es gibt irgendeine Vorschrift hier in Österreich. Es gibt multiple Vorschriften in dem Finanzsektor, wie jetzt Verordnung der BaFin, also die Überprüfungsorganisation in Deutschland um das Thema Banken. Polen hat eine andere Gesetzgebung, Spanien hat eine andere Gesetzgebung, andere Regelwerke, sodass die Europäische Union sich dann hingesetzt hat und gesagt, so kann das nicht weitergehen. Wir brauchen schlichtweg eine europäische Regulierung, die für alle Mitgliedstaaten in Europa gleich ist. Das Phänomen hatten wir schon mal, nämlich mit der GDPR. DORA wird genau denselben Stellenwert irgendwann erreichen wie die GDPR. Das heißt, es wird auch international adaptiert werden. Das beruht auf der DORA-Gesetzgebung. Das ist ja wirklich ein Gesetz. Das muss nicht mehr in nationales Gesetz gegossen werden. Anders die Direktive, die in der Zusammenarbeit mit der ENISA stattgefunden hat, als Ratgeber und Implementierhilfe. Hier hat sich auch die Europäische Union überlegt, wie kann ich die Erweiterung machen. NIS ist kein neues Thema. Die NIS 1 ist ja schon länger draußen, war allerdings verfasst für kritische Infrastrukturen. Dadurch, dass unsere Situation immer komplexer auch, was IT-Themen eben halt angehen und auch die Angriffe immer komplexer werden, hat die Europäische Union hier überlegt, eine Direktive zu erlassen, wo man jetzt für viele Unternehmen dann leider sagen muss, da ist jetzt auch der Mittelstand eben halt mit dabei, um hier für notwendige Sicherheitsorganisationen im eigenen Betrieb zu sorgen und dann eben halt gewisse Security-Standards zu erfüllen. Beide Regelwerke, Gesetze, haben eins gemeinsam, wenn es um das Thema Supply Chain Risiken geht. Das ist neu für die meisten Unternehmen und stellt natürlich eine gewisse Hürde auch für die Unternehmen dar. Klar, man hat in der Vergangenheit Prüfungsmechanismen gehabt, Auditierung aus der ISO, also die ISO 27001 dann. Man hat aber festgestellt, das reicht nicht aus. Das reicht auch nicht aus. Ich bin auch ein ehemaliger CISO. Ich habe das ja nur einmal im Jahr gemacht. Danach bin ich dann 8-9 Monate im Blindflug unterwegs. Ich weiß nicht, wie sich die Situation der Firmen verändern. Ich weiß nicht, was meine Dienstleister im Einzelnen mit meinen Daten dann in den nächsten 8 Monaten machen. Das soll ja eigentlich dazu dienen, das heißt im Englischen eben halt so schön Resilience, also die Widerstandskraft der Firmen stärken, dass man hier alle seine Risiken erkennt und aufgrund der Risikolage dann die Klassifizierung der Umsetzung und Verteidigungsmechanismen dann umsetzen kann. Das mal so ganz kurz zu dem historischen Abriss. Warum hat man eigentlich solche Gesetzgebungen? Ich weiß, Firmen mögen sowas schlichtweg nicht leiden, wenn schon wieder irgendwie ein Regulator irgendwie ein neues Gesetz eingießt, was höchstwahrscheinlich natürlich auch einen finanziellen Impact für die Firmen bedeutet. Aber eigentlich, Michael, ist es ja so, dass die Firmen oder die Banken eigentlich, also da ist noch einmal ganz klar der Finanzsektor,
die müssten eigentlich im eigenen Interesse diese Prozesse auch wirklich schon eingeführt haben. Da muss man ja nicht immer alles regulieren. Also in Österreich sagt man, wir regulieren alles. Ja, manchmal wird es überreguliert. Aber warum ist das jetzt, also im eigenen Interesse müssten die Unternehmen das ja machen. Ja, ich glaube, es ist auch nicht so, dass solche Investments nur getätigt werden, weil es regulatorisch vorgeschrieben ist, sondern es ist die Kombination von Unternehmen erkennen Notwendigkeit zu handeln, sich mit dem Thema Cybersecurity, ob es jetzt bezogen auf die Transaktionen ist oder ob es andere Sicherheitsmaßnahmen, das sicherstellen, dass man zertifizierte Supplier hat, ob sowas ist. Das machen Unternehmen natürlich auch so schon, aber wie es immer so ist, viele machen das aus Eigeninteresse, weil sie es erkennen. Häufig ist es dann trotzdem nochmal hilfreich, als wichtig erkannte Themen eben in eine Regulierung zu gießen oder einheitliche Standards zu schaffen. Das hilft dann ja auch wieder, dass beispielsweise jetzt Spieler wie wir mit Produkten wie Risk Recon eine klare Basis haben zu sagen, das ist eine gesetzliche Anforderung. Dafür entwickeln wir gezielt Produkte, die darauf zugeschnitten sind, das zu erfüllen. Das schafft dann so ein Stück weit auch eine einheitliche Basis, was ist die Erwartung, was muss ein Produkt liefern, um in dem Bereich sinnvoll zu helfen, Anforderungen zu erfüllen. Wo kann man davon ausgehen, dass ein gutes Maß an Maßnahmen getroffen ist. Insofern sehe ich das gar nicht als entweder oder, dass der Markt das alleine regeln muss oder es für alles ein Gesetz braucht, sondern vieles wird in der Tat von der Wirtschaft angegangen, aber in manchen Themen ist es dann trotzdem hilfreich, wenn dann auch nochmal der Gesetzgeber einen sinnvollen Handlungsrahmen schafft und eben gewisse zumindest Mindestanforderungen definiert und einfordert. Und so würde ich das jetzt auch hier bei Dora und NIS persönlich wahrnehmen. Das heißt, wenn ich jetzt als Unternehmen in Österreich sage, das ist ja ein Thema, kann jetzt an dich gerichtet, rufe ich dich dann an und sage, es ist soweit, ich habe alles erledigt, komm zu mir und schau es dir an? Nein, die Mastercard ist sicherlich keine Auditierungsstelle per se. Man kann uns natürlich kontaktieren und sagen, im logischen Sachzusammenhang der DORA-Reglementierung, ich brauche hier Hilfe, weil die DORA sagt ja mit dem Supply Chain Risk Management, das muss jetzt kontinuierlich stattfinden. Habt ihr als Mastercard ein Produkt oder mehrere Produkte, weil die DORA-Reglementierung hat ja 5 Säulen. Die 5. Säule ist jetzt nicht unbedingt zwingend momentan vorgeschrieben, das umzusetzen. Das sind dann die Mitteilungsverpflichtungen, die dann irgendwann mal vielleicht dann auch aktiv dann gefordert werden, sondern dann innerhalb der 4 Säulen. Die 3. Säule wäre jetzt ausschließlich um das Thema Supply Chain Risiken. Habt ihr da eine Lösungsmöglichkeit für mich als Issuer-Acquirer, die ich dann einsetzen kann, wenn man jetzt nur mal in das Bankenumfeld guckt, aber auch gleichzeitig, da sind ja auch die Versicherer mit inkludiert, die ganzen Fintech-Firmen, die Beratungsinstitute rund um das Bankenumfeld, also PwC, EY, KPMG, Deloitte, die sind ja auch der DORA-Reglementierung unterworfen, wo man dann nachfragen kann, was habt ihr im Angebot, um mir zu helfen. Die 2. Säule ist eben halt das sogenannte Selbsttesting, wo wir eben halt ein Produkt haben, das nennt sich Cyberfront, um eben halt dann die Cyber Resilience dann zu gucken, wo gibt es Schwachstellen, wo könnte ein Angreifer durch meine Systeme letztendlich dann durchbrechen. Und die 1. Säule beschäftigt sich dann mit dem Thema Risikomanagement. Und Risikomanagement gehört in Teilen eben halt dann auch zu den Supply Chain Risiken. Wir machen es eben halt kontinuierlich und geben auch schon eine Priorisierung vor. Und das ist eine gute Hilfestellung für viele Unternehmen. Es ist ungefähr so, du kletterst den Baum hoch, fällst runter, würdest zum Arzt gehen und sagen, ich bin verletzt. Oder der Arzt sagt mir, ich bin verletzt. Ja, deswegen bin ich ja auch bei dir. Habe ich eine Verletzung am Kopf, ist das sehr wahrscheinlich hochkritisch. Wenn die eben halt eine blutende Stelle ist, dann weiß ich, sollte eigentlich mit dem Kopf anfangen. Und deswegen brauchen auch Unternehmen die Hilfestellung von Lösungsmöglichkeiten zu sagen, wo fange ich am Ende des Tages auch dementsprechend an, meinen Hebel anzusetzen, sodass meine Cyber Resilience auch nach oben geht und ich auch dann den Gesamtkontext verstehen kann, was meine Lieferantenkette eben halt dann angeht. Wie ist denn der Status momentan, zum Beispiel in Österreich? Was sind eure Erfahrungswerte, was das Thema betrifft?
Österreich befindet sich in guter Gesellschaft wie in Gesamteuropa. Also ich habe eine gewisse Europaverantwortung und helfe natürlich allen Mastercard-Offices. Und damit habe ich den charmanten Vorteil, eben halt den Gesamtfinanzsektor in Gesamteuropa damit markttechnisch zu begleiten. Das Grundproblem der Unternehmen ist, sie haben es verstanden, dass sie etwas umsetzen müssen. Das Thema der Gap-Analyse, 50% des Finanzsektors steckt immer noch in der Gap-Analyse zu verstehen. Wo sind meine Hürden oder was habe ich nicht, was dieses Regelwerk tatsächlich von mir verlangt? Die Zeit wird nur immer kürzer. Das ganze Thema muss vom Finanzsektor bis Mitte Januar nächsten Jahres umgesetzt sein. Also das heißt, es sind jetzt nur noch wenige Monate Zeit, dass sich die einzelnen Firmen aus dem Finanzsektor damit dann tatsächlich beschäftigen, wie will man das adaptieren. Das Regelwerk der DORA gibt natürlich auch gewisse Hilfestellungen. Man muss nicht alles sofort umsetzen, sondern da gibt es auch Terminfristen, dass man sagt, du hast 1 bis 2 Jahre Zeit für unterschiedliche Schnittstellen, die das DORA-Regelwerk als Beispiel mal vorsieht. Also insgesamt, die Firmen begeben sich auf den Weg. Das Grundproblem der Firmen in der Umsetzung ist natürlich wieder was anderes. Man erkennt da schon bei einigen Instituten, dass die sagen, ich habe zu wenig Ressourcen dafür. Also ist dann auch wieder der Faktor Mensch. Habe ich ausreichend Ressourcen? Das andere Thema ist, man erkennt auch, dass das fachübergreifend mittlerweile funktionieren muss. Das Grundproblem im Bereich Sicherheit ist oftmals, dass noch viele Unternehmen, das hat jetzt mit dem Finanzsektor gar nichts zu tun, das ist eine Beobachtung, die ich über alle Unternehmensgruppen machen kann, unterschiedliche Verticals, dass immer noch so eine Art Silo-Denken stattfindet. Oder gesagt wird, das ist die Aufgabe der Security, die Security macht das schon. Aber darf ich mir eine Zwischenfrage stellen? Deiner Meinung nach, wer ist wirklich Ansprechpartner in den Unternehmen? Das ist natürlich der gesamte Vorstand. Alles das, was so das berühmte C als Titel trägt, das ist der CEO. Beide Reglementarien sagen auch, der Vorstand ist dafür verantwortlich, in dem Falle dann der CEO als Hauptträger der Gesamtorganisation, der CEO, der CFO, der CTO, CSO, je nachdem, wie man das Unternehmen aufbaut. Und natürlich dann das Legal Department, Procurement, Vendor Management und Security. Da kann man sich mittlerweile auch nicht mehr rausreden und sagen, das ist nur noch Aufgabe der Security. Weil das Legal Department hat ja nicht die Erkenntnisse der IT-Security, welche Tools und Mechanismen es gibt. Und auch beide Reglementarien sagen ja auch nichts, dass man irgendwelche Tools einsetzen muss. Und nicht alles kann auch mit Tools geregelt und gelöst werden. Wir wissen ja nicht, welche Dienstleistungen gibt es, wie kritisch ist die Dienstleistung, wenn die mal ausfällt. Und was sind danach die nachgelagerten Schritte? Habe ich einen Ausfall beim Merchant oder was auch immer. Also von daher begibt man sich als Unternehmen doch schon auf eine etwas längere Reise. Und deswegen sage ich auch, diese Gap-Analyse sollte jetzt möglichst schnell auch zu Ende kommen, dass man dann wirklich versteht, wie und warum muss ich es umsetzen. Die frohe Botschaft ist aber schon, dass was ich im Finanzsektor sehe, dass es eine relativ große Fachgruppe auch ist, die sich damit beschäftigt. Was fehlt? Was haben wir bereits? Und was kann verbessert werden? Jetzt, Michael, kurz eine Frage an dich jetzt. Du bist ja als der CEO von Mastercard in Österreich ja sehr, sehr viel wahrscheinlich auch mit den CEOs in Österreich, die von unserem Finanzdienstleistersektor, also in Kontakt. Was ist denn dein Feeling, was das Thema betrifft? Ja? Ist das schon angekommen, so wie der Mirko sagt, oder ist man in der Gap-Analyse oder beschäftigt sich das mittlere Management damit? Wie würdest du das einschätzen? Ich glaube, das Feld ist da heterogen. Die großen Banken beispielsweise beschäftigen sich mit dem Thema, die haben das verstanden, die wissen, haben sich die Regulierung genau angeschaut, wissen, was die Anforderungen sind und sind jetzt in der Regel dabei, sich Gedanken zu machen, wie sie das am elegantesten umsetzen, ob beispielsweise Tools, wie wir als Mastercard sie im Angebot haben, für sie das richtige Angebot sind oder wie es sonst noch gehen kann. Ich habe den Eindruck, dass gerade im Mittelstand und jetzt ist ja nicht nur eine Regulatorik, die nur für Banken gilt, sondern es gilt auch für Händler beispielsweise, gewisse Anforderungen zu erfüllen, die Supplier, die Lieferanten zu kennen und da gewisse Überprüfungen durchzuführen. Dass in der Breite der Industrie, die natürlich gerade der Mittelstand ist, es noch viele gibt, die das nicht auf dem Radar haben,
oder die durchaus spät sich mit dem Thema beschäftigen. Der Mirko hat es gesagt, teilweise werden die Regulatorien Anfang nächsten Jahres schlagend und da ist natürlich nicht mehr allzu viel Zeit, sich jetzt Gedanken zu machen, wie setze ich das entsprechend um. Ich kann jetzt nur für Österreich sprechen, aber gibt es dann das klassische österreichische Phänomen? Wir haben es eh schon kurz im Vorfeld dieses Podcasts besprochen. Schauen wir mal, werden wir schon sehen, ob es so ist, wie steht. Ja, natürlich, aber es ist natürlich, wenn es darum geht, Regularien umzusetzen, vielleicht nicht immer die vorausschauendste, beste Art und Weise, ein Unternehmen zu führen. Absolut, aber für mich ist manchmal ein bisschen auch das Thema, und dann würde ich gerne auf das noch ein bisschen eingehen bei Mirko jetzt. Ja. Du hast ja gesagt, du bist ja, also diese Gap-Analyse, ja. Wie sind deine Erfahrungswerte? Wie lange dauert es dann, bis man sagen kann, man ist wirklich confirm nach der Gap-Analyse? Kommt immer auf die Größe des Unternehmens an. Unternehmensgröße an und was habe ich bereits schon vorher alles erledigt. Also es gibt ja auch andere Security-Instrumente, wie jetzt, ich hatte vorhin am Anfang schon gesagt, die ISO 27000 oder die DIN 9000 oder die PCI DSS. Wenn ich mich damit schon grundsätzlich beschäftigt habe, habe ich natürlich schon vieles in-house. Deswegen, wir haben auch von der Mastercard-Seite nachgefragt, was werden deine Hürden sein bei der DORA-Implementation als Beispiel. Dann haben sie gesagt, im Regelfall, die Stufe 1 und 2 bildet eine gewisse Hürde. Aber es ist jetzt nichts, was wir nicht schnell überwinden können, weil da gibt es schon genügend Instrumente im Haus oder so, wie wir tagtäglich arbeiten. Was die Firmen wirklich umtreibt, ist das Thema Supply Chain Risiken. Da sagen die meisten, da ist die größte Hürde. Da wissen wir auch nicht unbedingt, wie wir das 100% erstmal umsetzen oder wie wir es umsetzen können. Und natürlich gibt es auch gewisse Meinungsströmungen dann, also der CISO wird vielleicht sagen, bei dem einen oder anderen kleineren Unternehmen, du, wir machen ja die Audits. Aber im Kontext der DORA, das reicht nicht aus, wie schon gesagt, einmal im Jahr, da steht drin, kontinuierlich. Jetzt bin ich auch noch zufälligerweise ausgebildeter Jurist. Meine Frage an die Gesetzgeber war, was meinst du mit kontinuierlich? Und genau die gleiche Fragestellung hat auch das Legal Department. Und das Legal Department wird dann auch eine Interpretation für das Unternehmen treffen und sagen, das muss mindestens einmal im Monat, alle 3 Monate, aus unserer Perspektive eben halt passieren. Die DORA verlangt ja im Eigentlichen auch nur erstmal im Grunde genommen eine gescheite Dokumentation. Kenne ich alle meine Risiken aus meiner gesamten Zuliefererkette? Und daraufhin wird man sich auch in dem Unternehmen eben halt einigen. Das andere Problem ist, um das nochmal ergänzend zu Michael zu sagen, wir haben ja auch noch die NRS 2. Da sieht es natürlich katastrophaler aus. Da gibt Europa momentan nicht das beste Bild ab. Also das ist veröffentlicht worden, ich glaube 2015 oder irgendwie sowas, wenn ich mich jetzt nicht recht irre, oder 2018. Und wir sind jetzt immer noch im Entscheidungsprozess in der nationalen Gesetzgebung. Das grundsätzliche Problem der NIS 2 ist, dass nämlich der Regulator sich selber auch reguliert. Das heißt, da sind auch alle Behörden mit dabei, da sind auch alle Regierungen mit dabei. Und jetzt kann man sich vorstellen, was passiert, wenn ein Regulator ein Gesetz erlässt oder eine Direktive erlässt, wo man sich selber auch noch reguliert. Das finden eben halt einige Länder nicht ganz so lustig, um es mal so platt zu sagen. Da streitet man auch sehr wahrscheinlich die nationalen Gesetzgebung, was wird passieren. Und die Strafe, wissen wir jetzt schon gleich, also der Staat wird nicht selber für sich selber eine Strafe fordern. Also das geht schon mal ins Leere. Aber die gesamte Umsetzung, wie können wir das machen? Jetzt wissen wir auch, die finanzielle Lage einzelner europäischer Staaten sieht auch nicht so rosig aus. Und die Behörden, wir sehen es ja auch selber in unserem Projektgeschäft, also wir haben ja auch Fachabteilungen, die sich mit dem Thema Behörden beschäftigen. Die haben natürlich auch nicht das Geld aller Welt, um sich da irgendwelche neuen Tools anzuschaffen, sagen wir mal so. Da kommt es eben halt dann zu dem nächsten Ereignis. Das befördert aber dann die Unternehmen dazu, dass man sich wirklich komplett zurücklehnt und sagt, solange es keine Regulierung gibt, mache ich auch nichts. Also wieder so ein typisch menschliches Vorangehen, wo ich allerdings als Security-Mensch sage, das ist mal ganz schlecht.
eigentlich müsstest du diese Timeline für dich aufnehmen und für dich selber positiv besetzen. Das heißt, es gibt einen gewissen Maßnahmenkatalog, den kann man auch nachlesen, das ist der berühmte Paragraph 21 Absatz 2 A bis J. Wo finde ich den? Im Internet. Einfach NRS2-Direktive eingeben, okay. Dann suche ich mir die entsprechende Landessprache eben halt aus und lese mir das Pamphlet durch. Deswegen sage ich, damit man nicht das komplette Papier durchlesen muss, das ist der Paragraph 21 Absatz 2. Da steht gesamter Maßnahmenkatalog. Also den könnte ich eigentlich schon aufnehmen und für mich selber starten und überprüfen und eine Tickbox schon dran machen, was habe ich. Die NRS2 geht natürlich wesentlich weiter. Man muss natürlich dann auch seine gesamten Dienste und Prozeduren mit auf den Prüfstand stellen und da die logischen Verknüpfungen dann erstellen, was sind meine Unternehmensrisiken und was bedeutet das dann als Kriterium für mich, ist das jetzt hochrisikobehaftet, mittleres Risiko oder niedrigeres Risiko, um dann die Bewertung durchzuführen. Das lasse ich jetzt mal außen vor. Aber da verstehe ich die Unternehmen nicht, dass man dann wirklich so eine Laziness einfach durchführt. Ich verstehe am Ende des Tages, es kostet Geld, es kostet vor allen Dingen viel Zeit, das zu adaptieren. Aber wenn das noch nicht ins nationale Gesetz, in die Gesetzgebung gegossen ist und die Verpflichtung der Europäischen Union ist, dass bis zum 23. oder 25. Oktober, dass alle europäischen Staaten das umgesetzt haben sollten, wobei es nur drei umgesetzt haben. Hier in Österreich gibt es die erste Entwurfsfassung, die ist wieder zurückgeholt worden, nochmal auf den Überprüfungsmechanismus. Und dann gibt es einige politische Wirrungen hier gerade in Österreich aufgrund von politischen Besetzungen. Hier steht auch kurz die Wahl davor. Da geht es auch um politische Instrumente. Wer wird es dann letztendlich? Und man muss auch definieren, welche Organisation ist hauptsächlich dafür verantwortlich. Und wer sind die drei Länder? Das schon haben, was da angeschnitten ist? Das eine ist in Baltikum, Kroatien und noch eine in Südeuropa, ich glaube Portugal. Jetzt würde ich gerne für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie Sie sich sicherlich vorstellen können, die jetzt zuhören, das ist doch ein relativ, ich sage mal, spannendes Thema, aber natürlich auch mit sehr viel Fachbegriffen, aber natürlich auch, dass man vielleicht nachlesen kann, werden wir für heute einmal in diesem Podcast das jetzt abschließen. Und werden aber noch einen zweiten Teil aufnehmen, wo wir dann noch einmal ins Detail hineingehen werden, diese spannenden Themen, um auch betreffend, was ist die Zukunft, was sind die Risiken, was sind die Herausforderungen, darauf einzugehen. Deshalb möchte ich mich zum Abschluss jetzt von allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken, dass sie bis zum Ende zugehört haben, trotz der vielen Paragraphen und Zahlen und in dem Kontext auch natürlich dieses Thema, was sehr, sehr spannend ist. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, bitte abonnieren nicht vergessen. Und ich kann schon mal ankündigen, die nächste Episode werden wir dann in die Zukunft schauen, was das Thema DORA und NIS 2 betrifft. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!